Aua! Ja, willkommen zum neuen Video. Heute bin ich in Moosbach unterwegs, zusammen mit Micha. Die Trails hier haben mir mehrere Leute schon empfohlen. Die sind hier legal entstanden, sollen ganz cool sein. Und die checken wir heute mal zu zweit aus. Und dann nehme ich euch mit und dann sehen wir uns beim ersten Trail. Boah, ist schon matschig. Also es rutscht schon. Also ich weiß nicht, ob man es sieht, aber Michael ist früher auch BMX gefahren. Da ist jetzt so ein bisschen auch so das Feeling fürs Rad. Und ich habe auch noch E-Bike, das kommt mir heute zugute. Da habe ich auch hier das rote Teil an meinem Lenker. Wow! Alter, ist das rutschig. Ja, ja. Es war nur gerutscht. Aber Junge. Das Hinterrad ist komplett. Ja, also jetzt nochmal. Das rote Ding an meinem Lenker. Ist nachher, dass er mich mit seinem E-Bike da hochziehen kann. Dreck in den Mund, geil. Alter Schwede. Das ist eigentlich saute. Also ein bisschen Luft muss aus dem Reifen nach raus. Es ist schon einfach mega flowig und es macht auch ja Spaß. Das Problem ist echt, dass es so rutschig ist. So lässt sich es doch leben hier. Vom E-Bike hochgezogen werden. Optimal. Also jetzt aus Micha seiner Brustperspektive. Wir hinterher den gleichen Trail nochmal. Diesmal hoffentlich ohne Crash. Und dann geht's rund. Hühnerbrust-View. Versuchen mal am Aaron dran zu bleiben. Go, zweiter Teil. Outflapping. Oh, ich muss richtig pedalieren hier. Holy, hey! Alles also brutal rutschig. Das macht mir echt Bock, aber man muss so aufpassen. Ich finde, es hat schon auch irgendwas, wenn du so mit beiden Rädern rutschst und dann so in die Kurve rein, wie der Krippe kommt, ist schon geil. Hart am Limit und ist bei Schrittgeschwindigkeit. Übel. Aber macht Bock, jetzt ist ja lange mal wieder Mountainbike. Ich bin jetzt ja viel BMX gefahren, wie ihr in den Videos gesehen habt. Aber macht schon wieder Bock.
So sieht es nach der zweiten Abfahrt aus. Auch schon bis zum Ende vom Tag. So, jetzt sind wir mal auf der roten, also so die schwerste, die es hier gibt. Mit auch den größten Sprüngen. Mal Michael hinterher, weil der ist in der Linien war ein bisschen besser. Gerade wenn es halt so rutschig ist, kann ich vielleicht da was abschauen. Gerade sage ich noch, du bist gut in der Linienwahl. Boah, das Off-Camber-Zeug ist richtig sketchy, wenn es nass ist. Ah! Ich hatte schon gemeint, innen. Junge, keine Chance. Der Boden drunter ist hart und oben drüber ist ein bisschen schmierig. Was einerseits gut für die Trails ist, weil die gehen nicht kaputt. Aber es ist halt einfach rutschig. Boah! Alter, brutal. Nahtoderfahrung gehabt. Mag schön sideways, hey, in die Kurve. Ich bin davor viel zu weit richtig hinausgesprungen. Dachte, jetzt blase ich meinen Whip raus. Nee. Schreibt mal in die Kommentare. Rating 0 bis 10. Wie tot es war. Aber macht einfach Spaß. Also wir können es, glaube ich, jedem nur empfehlen. Nee, mega. Also da auch mal Props an den Verein. Ist echt geil gebaut alles. Also egal jetzt, ob man Pro ist oder eher Anfänger. Ich glaube, man kann alles gut abrollen. Macht echt Bock. Vor allem, ich glaube, wenn es trocken ist, dann geht es richtig ab. Aber auch so sieht man ja, selbst wenn es matschig ist, ein bisschen langsamer fahren, aber macht genauso Spaß. Das ist echt geil. Trail-Status gibt's auch. Gelb. Yes, gelb. Also ist okay. Ich glaube, das können wir bestätigen. Ja, oder? Also das sollte man, glaube ich, schon noch respektieren, wenn es rot ist und dann nicht fährt. Die stecken hier, glaube ich, schon viel Arbeit rein. Aber gelb ist... Ich glaube auch, dass man nicht viel kaputt macht. Also wie gesagt, der Boden ist drunter, ist eigentlich hart. Oben drauf ist ein bisschen rutschig und ich glaube nicht, dass da groß Rillen gibt. Nochmal so eine Sektion. Ja. Das war ein spaßiger Teil. Boah, wieder zu kurz. Ganz leicht sideways gelandet. Stabil. Ich war so ein Mächtigan-Racer mit Klicks hier unterwegs. Alter. Kommt hier meine Hasskurve. Und nochmal die Sprünge. Yes.
Ah, das war nochmal geil. So, das war's jetzt von den Trails hier in Moosbach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war echt mega geil. Ich hoffe, das ist so ein bisschen im Video rübergekommen, dass ihr heute echt Spaß hatten. Ich bin jetzt seit langem mal wieder Mountainbike gefahren. Es war echt geil. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Vielleicht, wenn es ein bisschen trockener ist, dann kann man sich noch mehr knacken lassen. Jetzt heute war es halt auch echt richtig matschig. Können wir das Rad zeigen, wie es danach aussieht. Aber wie gesagt, war übel geil. Und kommt mal vorbei, schaut es euch an. Dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.